Hallo, ich begrüße alle Krebsgeborenen und Krebsaszendenten. Das ist euer Monatsorakel für März 2017. Hier habe ich das Matera-Orakel ausgelegt und zusätzlich noch eine Opalia-Lichtkarte. Die schauen wir uns zum Schluss an. Das Hauptthema für dich im März wird sein der Neubeginn. In welchem Bereich das sein wird, verraten uns die umliegenden Karten. Aber der Neubeginn ist hier das Hauptthema. Wir haben hier die Grundeinstellung, die Verantwortung. Wir haben hier die Launen. Wir haben hier die Fülle, die Lebensfreude. Wir haben hier den Schmerz, die Verletzung. Dann haben wir die Orientierungslosigkeit, aber auch die Überforderung. Dann haben wir die Dame, in dem Fall, weil wir ein allgemeines Orakel haben, kann das natürlich auch ein Herr sein, also dein Gegenüber quasi. Dann haben wir den Schutz, die Spiritualität und die Freundschaft, Akzeptanz und Hilfsbereitschaft. Es sieht also so aus, dass es im März zu einem Neubeginn kommen wird. Wir haben aber hier die Grundeinstellung, aber auch die Verantwortung, sagt uns diese Karte. Und daneben die Launen, die Gewissensbisse. Das kann jetzt sein, dass du im März hier Gewissensbisse hast, dass du auch ein bisschen ängstlich bist und dass es hier auch um deine Grundeinstellung gehen wird. Ja, also es wird dir hier offensichtlich irgendetwas belasten, da wird es Gewissensbisse geben, auch was die Verantwortung betrifft. Vielleicht im Job, in der Familie, unter Freunden, egal welchen Bereich. Ja. Wir haben hier aber auch die Fülle, den Fortschritt bzw. die Lebensfreude. Ja. Die Lebensfreude möchte irgendwie nicht so recht in dein Leben kommen, weil wir hier unterhalb die Orientierungslosigkeit haben. Du weißt nicht so recht, wohin oder wohin dich dein Weg führen wird. Da haben wir auch die Disharmonie mit einer anderen Person, also mit deinem Gegenüber. Wenn du jetzt eine Partnerin, einen Partner oder einen Wunschpartner, Wunschpartnerin hast, da wird es Disharmonie geben, aber trotzdem liegt hier der Neubeginn. In dieser Situation, in den Gewissensbissen, in dieser Orientierungslosigkeit, in diesem Schmerz, in dieser Disharmonie sollte ein Neubeginn stattfinden. Aber man ist hier auch überfordert, beziehungsweise du wirst hier überfordert sein, weil du nicht so recht weißt, wie dieser Neubeginn angegangen werden sollte. Ja, du hast hier Gewissensbisse, was die Verantwortung betrifft. Ja, Und da kommt natürlich auch dann die Disharmonie mit dieser anderen Person zustande. Und wie gesagt, Fülle, Lebensfreude möchte schon in dein Leben, weil hier der Neubeginn ja gekennzeichnet ist. Aber da wir hier oben die Launen, die Gewissensbisse, die Überforderung haben, scheint das Ganze nicht so recht ins Leben zu kommen, weil hier deine Grundeinstellung auch falsch ist. Ja? Du hast hier offensichtlich eine Grundeinstellung, die nicht in Ordnung ist, weil hier unten haben wir den Schmerz, wir haben die Launen, das eben auch eine sehr negative Karte ist. Also hast du von Grund her schon eine negative Grundeinstellung. Ja, und dass du eben hier auch überfordert bist, weil du nicht so recht weißt, ja, wie sollte dieser Neubeginn, diese Fülle wieder ins Leben kommen. Ja, weil hier auch sehr viele Verletzungen, sehr viel Disharmonie mit dieser anderen Person da ist. Es kann aber auch sein, dass du nicht der oder diejenige bist, der hier sehr orientierungslos ist, sondern vielleicht auch dein Gegenüber. Dass dein Gegenüber nicht weiß, wie man hier diesen Neuanfang starten sollte, weil eben hier die Überforderung da ist. Und wie gesagt, die Grundeinstellung ist hier auch eine solche, wo man auch Angst hat. Denn die Karte der Launen bedeutet auch Angst. Und Angst ist ein schlechter Ratgeber. Und wenn man Angst hier in der Grundeinstellung fest verankert hat, ist klar, dass hier die Überforderung stattfindet. Also entweder du oder dein Gegenüber ist hier überfordert, hat hier eine falsche
Grundeinstellung, hat vielleicht auch Gewissensbisse und somit kann diese Fülle, diese Lebensfreude, der Neubeginn nicht ins Leben kommen. Ja, aber dieser Neubeginn möchte ins Leben kommen, weil wir hier eben die Karte in der Mitte sagt uns natürlich immer das Hauptthema aus. Also das möchte ins Leben kommen. Aber aufgrund dieser Orientierungslosigkeit, der Gewissensbisse, der falschen Grundeinstellung mag das Ganze sehr, sehr schwierig sein im März. Wir haben hier auch die Dame, also dein Gegenüber und den Schutz, die Spiritualität. Vielleicht hilft dir die Spiritualität, wieder ins Vertrauen zu gehen, denn diese Karte sagt auch Vertrauen aus, ja, dass du auf einen Neuanfang vertrauen sollst. Oder wenn dich auf dich das nicht zutrifft und du sagst, ja, ich bin vollkommen im Vertrauen, ich weiß auch nicht, dass ich hier orientierungslos bin, sondern eher dein Gegenüber, dann soll dein Gegenüber mehr ins Vertrauen gehen. Ja, die Spiritualität sagt aber auch aus, dass entweder du oder dein Gegenüber auch sehr spirituell ist. Wir haben hier daneben auch die Freundschaft. Diese Karte sagt auch Hilfsbereitschaft aus, also in Kombination mit der Spiritualität. Kann dir diese Spiritualität die nötige Hilfe geben, die du brauchst oder die dein Gegenüber braucht, um diese Orientierungslosigkeit abzubauen? Ja, um die Grundeinstellung auch zu ändern. Entweder du oder dein Gegenüber ist hier sehr spirituell, oder wenn es dein Gegenüber nicht ist, wird dein Gegenüber im März darauf stoßen, auf einen Neuanfang zu vertrauen, aber auch hier eine Hilfestellung in der Spiritualität vielleicht suchen, dass die Spiritualität entweder dir oder dein Gegenüber hier eine Hilfe gibt. Man sollte auch diese Spiritualität akzeptieren, denn die Karte der Freundschaft bedeutet auch Akzeptanz, ja, und auch in die Spiritualität vertrauen, denn es sieht wirklich so aus, dass in diese schwierige Situation die Spiritualität ein guter Freund sein kann und hier Hilfe geben kann. Entweder du, wenn du hier sehr orientierungslos bist, eine falsche Grundeinstellung hast, Ängste hast, Gewissensbisse hast, es Verletzungen mit einer anderen Person gibt, kann dir womöglich die Spiritualität helfen, dass du auf diesen Neuanfang vertraust. Wenn das auf dich nicht zutrifft, kann es sein, dass es deinen Gegenüber betrifft. Ja? Dass dein Gegenüber diese Schwierigkeiten hat und ihm wird im März die Spiritualität auch helfen können, ja? Oder das muss nicht immer ein Partner oder Wunschpartner sein, kann auch jemand aus der Familie, aus dem Freundeskreis sein, ja? Es schaut so aus, dass es hier Disharmonie mit einer anderen Person gibt. Muss nicht immer in der Liebe sein. Wenn es hier um die Liebe gehen würde, würde hier wahrscheinlich auch der Ring liegen, ja? Oder beziehungsweise der Ring würde hier liegen oder die Gefühle. Aber wir haben hier auch die Karte der Freundschaft. Es kann also auch sein, dass es hier um den Freundschaftsbereich sich handelt, dass es hier eine Disharmonie im Freundeskreis stattfindet. Kann aber, wie gesagt, wirklich auch mit Partner, Wunschpartner zusammenhängen, aber auch mit Freundschaft, weil eben diese Karte auch gefallen ist. Es scheint also so zu sein, dass es hier um die Disharmonie geht, dass zwar ein Neuanfang kommen möchte, aber das Ganze sehr, sehr schwierig sein wird, aber man sollte hier auch darauf vertrauen, auf diesen Neuanfang auch vertrauen und vor allem Hilfe aus der Spiritualität vielleicht holen, ja, dass einem die Spiritualität hier sehr, sehr stark helfen kann. Ja, das scheint hier dein Thema im März zu sein. Es kann auch sein, dass das gar nicht dein Thema ist, dann ist das einfach nicht deine Legung. Schauen wir uns deine Lichtkarte an und hier ist der Geldbaum gefallen. Das ist sehr, sehr interessant. Man sieht hier den Baum mit diesen Geldscheinen. Das hat auch damit mit der Grundeinstellung zu tun. Man hat hier offensichtlich eine falsche Einstellung vom Leben oder von der Sicherheit. Ja, vielleicht ist man jemand, der sehr sicherheitsbedürftig ist, dem Geld auch sehr wichtig ist. Vielleicht liegt auch hier die falsche Grundeinstellung, dass man Gewissensbisse hat, was die andere Person betrifft, weil man eben sehr, sehr materialistisch eingestellt ist, beziehungsweise sehr vielleicht auch mit der Arbeit zu tun hat, um
den gewissen finanziellen Standard aufrechtzuerhalten. Das kann es natürlich auch sein, dass man deswegen hier die Gewissensbisse hat, dass es deswegen auch zur Disharmonie mit einer anderen Person kommt. Kann jetzt sein, dass du so bist oder dein Gegenüber. Ja, aber hier sollte die Grundeinstellung ein bisschen überdacht werden, ob das überhaupt das Wahre ist. Klar, jeder braucht Geld zum Überleben, aber Geld ist trotzdem nicht alles. Hier haben wir die Disharmonie. Vielleicht ist auch das der Grund der Disharmonie, weil man eben einen gewissen Standard, einen materiellen, finanziellen Standard halten möchte und dafür arbeitet man halt viel. Und dass es deswegen auch hier zu dieser Disharmonie kommt. Ja, dass man nicht weiß, ja, was mache ich? Ich fühle mich überfordert. Auf der einen Seite möchte ich hier wieder die Harmonie rein, auf der anderen Seite brauche ich das Geld. Ja, aber hier scheint es auch zu sein, der Geldbaum sagt doch immer aus, man hat eine übertriebene Vorstellung davon, was man eigentlich braucht. Ja, dass man gewisse Dinge im Leben haben möchte, dass wenn man einfach da mal darüber nachdenkt, ob man das überhaupt braucht. Ja, und das sagt hier eben der Geldbaum auch aus, dass man hier eine falsche Grundeinstellung hat und deswegen auch hier diese Karte der Grundeinstellung daneben mit der Angst. Man hat auch womöglich Angst, hier sich gewisse Dinge nicht mehr leisten zu können. Ja, aber das bringt diese Gedanken, ja, diese Grundeinstellung bringt die Disharmonie mit den anderen. Ja, und dann natürlich diese Überforderung, diese Orientierungslosigkeit. Ja, was mache ich jetzt? Ich sehe mich nicht mehr aus. Ja, aber diese Karte sagt, dass es hier wirklich eine falsche Einstellung beziehungsweise ein falscher Bezug, dass man einen falschen Bezug zum Geld in dem sie nicht hat, aber dass man einfach vielleicht überlegen sollte, zu schauen, was habe ich, was brauche ich und was sind Dinge, die ich einfach nicht brauche, ja, die ich mir trotzdem gönne, aber wenn ich so drüber nachdenke, ist die Harmonie vielleicht doch wichtiger als wie zum Beispiel irgendwas Materialistisches. Ja, auch Harmonie ist wichtig und nicht nur das. Und das sagt eben hier diese Karte auch aus. Es kann auch sein, dass diese Botschaft hier nichts mit dir zu tun hat, sondern dass du einfach nur diese Botschaft erhalten sollst, dass das vielleicht Thema ist. Kann bei dir, aber auch bei deinem Gegenüber der Fall sein. Ich wünsche euch allen einen wunderschönen März, hoffe, ich konnte euch mit dieser Legung helfen, freue mich auf eure Feedbacks und alles Liebe für den März.